wir gehen in ein neues Spiel rein. Und Herausforderungsmodus, wir machen ein freies Spiel. Ne? Herausforderungsmodus, nee, machen wir noch nicht, wir machen ein freies Spiel. Wir machen selber ein Häuschen, oder? Wir spielen so Teil Sims. Was können wir hier alles machen? Sandkastenmodus, sollen wir mit oder ohne Geld? Ich glaube, wir machen schon mal mit. Ne? Deaktiviere Pop-ups mit Anweisungen. Nee, das lassen wir mal noch drin, falls ich wieder irgendetwas vergessen hätte. Also Sandkastenmodus nehmen wir auch raus, das würde nämlich heißen ohne Geld. Ne, wir machen schon mit Geld. Du, ich würde mal sagen, mit 50.000 Geld, wir starten mal und wir gucken mal, wie das jetzt so läuft. Ja, Hotelname. Das ist, wie ich gerade gesagt habe, das... Das Packy Pets Hotel. Gut, männlich, das passt ja schon mal. Und dann haben wir das Logo. Eine Hautfarbe. Ja. Spielt eigentlich weniger eine Rolle. Dann haben wir hier noch das Emblem. Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Ja, ja, komm, das passt schon. Wir müssen jetzt da nicht wegen dem Zeit verlieren. So, also jetzt dürfen wir zuerst mal... wenn du auf neue Haustiere wartest oder deine aktuellen Tiere schon versorgt sind, kannst du einen Tag überspringen, um die Zeit zu verkürzen. Denk aber daran, wenn du Tiere im Hotel hast, je früher du einen Tag auslässt, desto vernachlässiger werden die Tiere am nächsten Tag sein. Das, wenn die Tiere da sind, natürlich nicht. Das macht vielleicht auch gar keinen Sinn. Jetzt müssen wir zuerst mal etwas bauen. Ein kleines grünes Symbol zeigt an, dass der Artikel nur von Angestellten verwendet werden kann. Leider habe ich das einfach hier noch nicht gesehen. Jetzt müssen wir irgendwie... Ein Glasboden. Auch nicht schlecht, ne? Boden und eine Decke. Wir machen hier vielleicht mal einen Eingang bis hierher. Wow, da hat man aber viel Platz, hä? Ich bin gerne einer, der... sollen wir in der Mitte starten oder... Puh. Und dann links nach rechts. Dann machen wir hier, starten wir mit dem, hä? Grüezi, Big Matt, Hallöchen, wunderschönen guten Abend. So, dann ein Glas, eine Wand. Wir klatschen mal schnell eine Wand hin. Ne, hier ist die Tür. Machen wir eine Doppeltür auch, so wie vorhin im Tutorial? Ich glaube schon, gell? Dann machen wir hier eine Wand und hier mal eine Wand, um mal das zu deklarieren. So, und dann mal schnell eine Doppeltür. Oh, da hätte es aber schöne Türen gehabt, ne? Wir müssen nicht die teuersten nehmen. Wir nehmen jetzt mal... Ich glaube, das ist okay. Das ist mal für den Start hier. So. So, dann haben wir nochmals... Haben wir noch Fenster? Ich bleibe mal... Wir haben Tee, gell, für draufsehen. Ja, das macht ein bisschen mehr Sinn hier. So, wir haben jetzt schnell mal Sims hier aktiv. Und... Ach so, okay, jetzt... Muss ich mich hier ein bisschen zurechtfinden. Abbrechen machen wir hier. Zum Wenden geht es hier gar nicht, gell? Oder kann man... Nee, kann man nicht wenden. Ja gut, die Rezeption, die würde ich gerade hier vorne dann vorschlagen. Ich denke, wir machen das gerade mal so und hier auch noch und hier den Pult. Wir brauchen Einrichtung, genau, dann nicht ein Katzenzimmer. Arbeitsplätze, Empfang, das sieht doch schon mal gut aus. Manager-Schreibtisch, das brauchen wir auch nicht. Das mache ich dann im separaten Raum. Das ist die Empfangstheke. Ich glaube, wir starten einfach mal so einfach wie möglich. Das gerade mal so, hä?
Ich hack's ja nicht. Ich habe erstmal einen Tisch hingesetzt, jetzt klingelt das Telefon schon. Nee, oder? Ja, jetzt musst du warten. Ich brauche zuerst mal ein Zimmer. So, und zwar machen wir... Ich brauche zuerst ein paar Wände. Jetzt klingelt die ganze Zeit das Telefon jetzt, ne? So, wir nehmen jetzt erstmal die Sachen hier. So, das lassen wir. Wir machen hier hinten dann unser Besprech, also unser Büro, sage ich jetzt mal. Und ich möchte gerne den Platz gerade mal nutzen und hier zumachen. So, das heißt, wir werden hier hinten dann... sollen wir bis ganz nach vorne gehen? Ja, da geht's gar nicht mehr, okay. Mal schauen, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe dann. So soll mal der Raum aussehen. Wir werden hier wahrscheinlich den Duschraum mal machen. Ne? Wir werden noch nicht allzu viel Pads aufnehmen können. Vielleicht können wir auch schon erweitern dann. Ne? Ich brauche zuerst mal Boden. Mal Boden hier. So, mal hier alles verboten. Ausstatten hier. Es ist nichts gemalt, das ist einfach Rohbau hier, gell? So, jetzt brauchen wir für uns brauche ich eine einfache Tür. Welches ist die günstige Tür? Also zumachen würde ich da schon gerne hier. Mit Schild, das auch noch. Das Dach muss ich aber hier mal gestalten, hä? So, aber jetzt haben wir mal die Räume. Ich suche jetzt noch schnell. Ah, Dach. Dach wäre auch nicht schlecht, ne? So, zack. Es ist... Oh, hat es jetzt angenommen, oder was? Ja, voll. Würde das funktionieren hier so? So. Okay. Okay, gut. Das sieht... Ja. Das sieht gut aus. Dann könnte ich eigentlich hier das... Das sieht ja echt ätzend aus, ne? Wenn wir so etwas hier haben. Wenn ich jetzt hier mal schnell... Och, ich bin wieder nur im Baumodus. Eigentlich geht es ja um Tiere hier. Die Decke hier mal schnell... Dann haben wir es. So, nochmals Dach. Nehme ich gerade nochmal dasselbe hier. So, wir gehen gerade hier nach vorne. Ziehen das hier rüber. Ist ein spezielles Haus, aber ist egal. So. Es sieht zum... Ja, gut. Wir brauchen als nächstes Fenster. Wäre auch nicht schlecht, dass wir mal noch etwas sehen hier. Wäre sich das günstigste hier. Okay. So, dass wir auch ein bisschen was sehen. Den Rest lassen wir mal ganz kurz. Das ist der Eingangsbereich. Das ist der Eingangsbereich. Mehr braucht es da gerade aktuell nicht. Jetzt brauchen wir Einrichtungen. Draußen gibt es die Möglichkeit, ja, das ist Zusatz, brauchen wir noch nicht wirklich. Aber im Boden draußen bräuchten wir. Hier, der Eingangsbereich fehlt. So. Ah, Material hier. Das nehmen wir. So, benutzen. Ja. Oder? Für den Eingangsbereich doch ganz nett. Und nochmals was Kleines. Und zwar nehmen wir hier... Was war das mit dem Zaun? Ach, dieses Telefon. Furchtbar. Ich nehme es gleich ab. So, schön geführt.
dass sie den Eingang ja nicht verfehlen können. Da können wir dann noch ein paar Bäume hinklatschen. Aber so würde ich jetzt mal den Eingangsbereich lassen. Unser Teppich hat nicht mehr viel Akku, hä? Merke ich da gerade. Okay. Wir sollten uns sputen, ne? So. Ja, das Telefon. Ja, hier kommen wir gut hin. Gut, ja. Und jetzt streichen wir mal die Wände mal ganz schnell, dass es einigermaßen aussieht. Ja, toll. Einfach mal grau streichen oder das sind Böden. Gibt es nicht alle Materialien? Wand. Hier. Perfekt. Ja, das ist ja. Hä? Sieht relativ schnell gerade anders aus. Und den Boden noch. An der Wand, auf dem Boden. Oh, ein dunkel. Ja, das ist sicherlich schön. So, jetzt müssen wir dann aufpassen. Ich glaube, wir nehmen mal schnell Einrichtung. Und jetzt ein Tier. Nehmen wir mal ein kleines Katzenzimmer für den Start. Hä? So, wir können da zwei Räume können wir da einrichten. Ja, okay. Immerhin. Nee, können wir nicht. Wir können gerade mal... Oh, schade. Nee, das braucht drei Plätze. Das braucht drei Plätze. Da müssen wir das Ding noch erweitern. Haben wir hinten mehr? Nee, da haben wir auch genau drei. Drei auf drei. Das, oh, das habe ich jetzt nicht geachtet. Und das ist der kleinste, gell, wo ich jetzt da genommen habe. Hundezimmer klein. Die Räume... Was gefällt, wenn der Rahmen des Raums auf dem Boden liegt, musst du auf... Ach so, ja, das muss ich selber machen, das weiß ich. Das weiß ich, ja. Die können wir einfach so hinstellen. Die können wir einfach so hinstellen. Aber ich möchte schon gerne... Jetzt mal eine Katze. Komm, jetzt holen wir mal eine Katze. Die packen wir jetzt mal dahin. So. Oder sollen wir gerade zwei hinstellen hier? Wir müssen halt nochmal schnell die Wände hier machen. Aber das ist ja grundlegend kein Problem. So, wir müssen nur schauen, irgendwo blockiert dann das System. Ne, blockiert nicht. Okay, gut. Dann nehme ich das hier raus, weil hier muss die Tür rein. So, die Tür machen wir mit Schild. Mit Schild? Ja, machen wir mit Schild. Und dann können wir es endlich annehmen, hä? So. Perfekt. So. Dann haben wir zwei kleine Katzenhäuschen. Und hier dürfen wir... Ich mache es gerade ein bisschen ersichtlicher. Und zwar nehmen wir hier... Draußen gerade mal so etwas, dass man es gerade von Anfang an sieht. Und zwar jeweils sowas. Und dann haben wir die normale Wand wieder. So, jetzt gehen wir da mal. Super. Genau das wollte ich eben jetzt nicht. Jetzt muss ich da nochmal so. Nein, wo sind die Katzenpfoten hier? Gelb. So. Gut, und jetzt rein. Jetzt haben wir natürlich den Boden und die Decke ist auch offen. Die Frage ist, braucht es hier jetzt eine Decke oder nicht? Ich glaube schon, hä? So, hier drinnen machen wir... ist ja eine... Sollen wir jetzt was Spezielles machen? Ist das teuer hier? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme jetzt mal so... So richtig edel für die Katze hier. Ja, man könnte wahnsinnig werden danach. Nicht nur wegen dem Klingeln, sondern auch wegen dem. Was machen wir im Boden? Für die Katze? Also beim Zusammenstellen bin ich echt schlecht. Wie sieht das aus? Boah,
Ich glaube so etwas. Ja, ja, komm. Oh, Decke muss ich auch noch, oder was? Oh, Mist. Decke, Boden, ja. Ja, ich muss den Raum zumachen. Okay, und was machen wir bei der Decke hier? Auf dem Boden, Decke. Oh. Okay, einfach ein anderes Setting. Also, da, ah, okay, grau. Grau machen wir einfach grau. Ah. Ah ja, gut. Licht braucht man da eigentlich keines, oder? Ich weiß es ja nicht. So, was braucht die Katze dann noch alles? Elektronik, Beleuchtung. Ach, hey. Gut, so etwas kam im Tutorial nicht. Das ist schade jetzt gerade. Hauszubehör, Haustierzubehör. Wir nehmen für Katzen mal den Futternapf. Das machen wir gerade mal hier. Muss ich den ja speziell ausrichten? Ich glaube es nicht. Ne? Gerade mal hier. Oh! Ach so, der Tag ist vorbei. Oh, ich dachte schon. So, toll. Jetzt hat es mich rausgehauen, ne? Ich nehme dich gleich ab, dann haben wir endlich Ruhe. Dann mache ich alles mal selber. Aber eins muss ich mal haben. Dass das grün heißt, dass es schon mal eingerichtet wäre. Wir haben den Napf hier. Und wir brauchen noch... wir brauchen noch mehr Tiereinrichtungen. Jetzt haben wir den Wassernapf noch. Den machen wir gerade hier. Wir nehmen noch ein Katzenklo, logischerweise. Das packen wir hier hin. Ist das Ding nicht zu klein? Es ist ja auch ultra eng hier. Ich will eigentlich noch etwas so zum Schlafen hier. Tierbettchen. Für große Tiere. Ne, wir haben kleine Tiere, aber... eine Badewanne, Katzenklo. Wo schläft denn die Katze? Wo haben wir ein Tierbettchen hier? So, alles schön ins Eck. Da hat es einen Kratzbaum. Ja, vielleicht den Kratzbaum nicht wirklich so... kann man den verschieben? Warte mal so. Vielleicht den Kratzbaum hier. Und dann die Tür auf und paff. Ja, ich hätte das Ding aber noch nicht hinstellen sollen. Ne? Gut. Aber weißt du was? Ich könnte das ja auch wegnehmen, gell? Da muss ich nicht stressen. Weißt du, das machen wir jetzt gerade. Ja, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. Das wäre Arbeitsplatz. So, ich kriege das Geld ja wieder zurück, ja. So, Entschuldigung. Also, dann nochmals hier zum Krallenschneiden. Ah, ich bräuchte eigentlich noch einen zusätzlichen Raum. Und diesen zusätzlichen Raum machen wir mal hier. Also ich mache das nachher kleiner, erweitere das Ganze, aber einfach mal für das Erste. Wir haben zwar noch so viel Geld, hä? Dann mache ich hier noch zu. Ja. Na komm, wir setzen das Ding vorne hin. So, machen die Tür daran. Machen wir genau gleich auf. Ja, machen wir. So. Gut, dann wäre das schon mal gut. Dann können wir da noch, dann müssen wir auch wieder die Wände machen. Oh, das, da drin sieht es aus. Also, wir machen Folgendes. Wir lassen es hier offen. Ich glaube, das dürfen wir hier. Hier dürfen wir offen lassen. Dann machen wir... bis wir mal die ersten Tiere haben. Nachher können wir dann fortlaufend aufbauen. Das war diese Wand. So. Und den Boden. Weil es eher so Badezimmer ist. Wäre so ein Steinboden oder... der da vielleicht.
Und der sieht auch spitze. Komm, wir nehmen. Oder den da. Au. Ja, der sieht nicht schlecht aus für so ein Art Badezimmer und so. Ja, ja, ja. Ist zwar alles ein bisschen einfach. Egal. Egal. Es geht jetzt ja hier nicht ums Detail auch. Ein bisschen das Ding kennenzulernen. So, jetzt machen wir hier, habe ich gesagt, Einrichtung für die Tiere. So, jetzt für die Tiere machen wir mal die Kralle und die Badewanne. Das habe ich im Tutorial ja schon mal gelernt. Die Frage ist, setzen wir das mal hier hin. Gerade in den Eingang. Und das Schneiden der Krallen, das setzen wir gerade nebenan. Ja, wobei wir haben ja auch ein bisschen Platz. Oder gerade mal ins andere Eck. Wir müssen eh wahrscheinlich relativ zackig dann schon wieder ausbauen. Och, ich könnte immer noch der Katze zusehen, wenn sie da wahrscheinlich dann hier rumhoppelt. Oh, automatisch. Da kann man auch automatisieren. Och, heieiei. Also ich glaube, da werden noch in Zukunft viele, viele Sachen kommen. Es hat ja jetzt schon Sachen, aber ich könnte mir vorstellen, da kommt noch vieles. So, jetzt müssen wir mal noch schnell schauen. Von den Leuchten her können wir was in die Decke, eine Wandleuchte. Hier. Hier vielleicht. Oh, ja, das ist ihr. Da ist ja wie Tag und Nacht. Ich glaube, wo habe ich denn den jetzt hingepackt? Hier, genau da. Spielt ja nicht keine Rolle. Es geht ja mal, dass wir Licht haben. Hä? So, dann gehen wir noch raus. Hier ist ja relativ düster, gell? Das ist übrigens dann mein Büro, gell? Das sieht noch... Autsch, jetzt habe ich mir die Tür noch hingeschlagen. Das ist dann mein Büro irgendwann. Dass ich Leute einstellen kann. Gut. Wir haben schon mal ein Zimmer eingerichtet. Das lassen wir jetzt auch mal. Das Zimmer lassen wir. Ihr seht hier auch die Nummer. Die Nummer heißt, das Zimmer wäre bezugsfähig. Das hier hat noch keine Nummer. Der Grund sieht man hier. Es ist noch mit Ausrufezeichen versehen. Das Zimmer ist nicht fertig. Ne? Darum keine Nummer. Also somit steht das Zimmer nicht zur Verfügung. Wir lassen es mal bei einem. Einfach damit wir jetzt weiterfahren können. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Wir brauchen hier auch nochmals eine Stehlampe, genau. Die klatschen wir jetzt gerade hier ins Eck rein. Komm, in jeder... Hier. Ne, hier natürlich nicht. Hier machen wir... so. So, dass hier hinten ein bisschen Licht herrscht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im... im Zimmer der Tiere auch Licht herrscht. So, jetzt sollten wir eigentlich genügend Licht haben, ne? Aber hier wurde nichts... Hier hat's kein Licht drin. Haben wir denn keine Möglichkeit, irgendwie... Ja, geht nicht, hä? Wir haben keine für den... Ne, so eine Deckenlampe gibt's nicht. Nur Wand. Deckenlampe gibt's nicht. Schade. Aber vielleicht brauchen die Tiere das auch gar nicht. Weiß es nicht so genau. So, hier haben wir einfach gewisse... Ah, da ist noch eine Glocke. Was ist das? Eine Dekoration? Okay. Wuff! Sonst haben wir ja nichts. Ne? Möbel... Gut, das machen wir jetzt gerade. Was machen wir jetzt gerade? Der Eingangsbereich. Den Eingangsbereich machen wir jetzt, ne? So, das bedeutet... Ach so, wenn wir irgendwo hinlaufen, dann kommt Licht. Ah, okay. Also, dann machen wir hier die Rezeption hin. Jetzt mache ich sie nicht wieder, sonst klingelt das Telefon die ganze Zeit. Dann machen wir hier so einen Eingangsbereich. Ein Eingangsbereich, Packy. Jawohl, danke schön. Und zwar mit Möbel.
Und zwar mal das Billigste vom Billigen. Wir wollen ja mal aktuell ein bisschen sparen auch. Wir nehmen zuerst den Sessel. So. Oh, das ist aber groß, gell? So. Wo sich die Leute einfach dann hinsetzen könnten. Oh, das passt nicht. Oh, das ist unschön. Das ist unschön. Der Stuhl ist jetzt wieder auf der einen oder anderen Seite. Ah. Naja. Ja. Ne? Dann haben wir noch ein bisschen Pflanzen. So. Oh, mit Schatten. Oh, geil. Schön. Und hier machen wir auch gerade noch eine rein. Boah. Oder lieber auf den Tisch dann. Ich glaube, lieber auf den Tisch. So. Ja, wir wären, glaube ich... so... mal ready, um jetzt das Telefon wieder zu involvieren und den ersten Gast wahrscheinlich anzunehmen. Ne? Den Rest machen wir dann von Zeit zu Zeit. He? Ja, wir holen jetzt unsere Rezeption. Ne? Jetzt geht das Klingen dann los. Nee, halt. Ich möchte dann vielleicht schon gerne einen Mitarbeiter auch einstellen. Somit machen wir hier unser Büro. Die Manager-Theke hier. Tiermassagetisch. Ja, jetzt wird's aber. Friseur. Heiliges Ding. Okay, gut. Aber das haben wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal den Manager-Tisch hier. So. Falls wir Leute haben für Bewerbungen, hä? Dann machen wir noch schnell. Farbe brauchen wir auch noch schnell für die Wand. Was hat der Manager? Oh komm, da machen wir, da klatschen wir jetzt etwas ganz Spezielles rein. Wenn man hier reinkommt, was man gerade sieht, das ist das Managerbüro hier. So, dann haben wir Wand, Boden. Verrückter geht's kaum, gell? Ein grüner Boden. Nee, da nehmen wir doch auch wieder Holz. Ich glaube, das... Haben wir da etwas Schlaues mit Holz? Ja, da könnt, den Parkett könnten wir nicht da übernehmen. Den hellen. Dann nehmen wir aber den hellen. Oder den da. Ja. Bestraf mich nicht, wenn es trotzdem nicht passen sollte. Ist egal. So, oder? Dann können wir hier die Wand... Was habe ich jetzt hier genommen vorhin? Das ist hier oben irgendwo, gell? Genau, den müssen wir noch... Ah, nee, ich muss es... So. So. Na, das ragt halt hier rüber. Es ist nicht perfekt gemacht von mir. Okay, brauchen wir hier noch einen Stuhl dann für... Für den Gast, der dann kommt. Sessel. Boah, so weit. Ich glaube, der steht nur hin, gell? Ich kann zwei nehmen, oder? Ah, Mist. Warte mal. So. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ja. Ja, gut, wir nehmen gerade zwei. Mehr machen wir noch nicht. Einfach mal, falls dann Leute kommen sollten. Ja, wir können hier noch viel, viel mehr machen. Aber wir müssen dann auch noch irgendwann Futter und so kaufen. Also, wir haben zwar immer noch viel Geld, wir haben ja 13.000 ausgegeben, nicht ganz, aber trotzdem. So, Geländeerweiterung können wir auch noch machen. Farbe zwischen Objekten kopieren. Okay, das wäre noch gewesen. Das wurde im Tutorial noch nicht erwähnt, hä?
Dann haben wir hier die Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Haben wir nichts. Bauen müssen wir jetzt draußen das Sekretariat, beziehungsweise jetzt, Achtung, jetzt geht dann gleich das Klingen wieder los. Aber das ist jetzt auch wichtig, weil wir brauchen ja jetzt, aber wir könnten eigentlich schon dieses, das ist halt relativ weit vorne. Jetzt ist hier das Ding im Weg. Nein. Ja, ich nehme die Lampe einfach nochmals weg. Ja, jetzt. Ich nehme hier eine Wandlampe ganz schnell. So dass ich auch sicher den Kopf jedes Mal anschlage. So, Achtung. So, jetzt nehme ich aber das Telefon gleich ab. So, also. Ja, was wollen Sie denn? Wahrscheinlich einfach Gratulation zur Eröffnung. Muss nur gucken jetzt. So. Guten Morgen. Okay, gut. Ich dachte an Kunde. Nein, es ist etwas ganz anderes. Ja, gut. Guten Morgen. Wir sind ein Marketingunternehmen, das in deiner Region tätig ist. Na schön. Wegen der Eröffnung deines wunderbaren Hotels, Dankeschön, haben wir das Geschenk für dich, einen einzigartigen Gutschein für eine zweitägige Fernsehwerbung, den du jederzeit einlösen kannst. Gut, dann behalte ich den mal, bis ich wirklich viel Platz habe. Sobald dein Hotel bereit ist, die ersten Gäste zu empfangen, gehst du in die Werbe-App in deinem Manager-Computer, um den Gutschein zu nutzen. Dank der Anzeige werden die Kunden viel öfter anrufen. Ja, jetzt brauchen wir noch keinen Stress. Wir haben ja erst eigentlich einen Platz zur Verfügung. Wir wünschen dir viel Erfolg und lade dich ein, weiter mit uns zusammenzuarbeiten. Dankeschön. So, Gutschein habe ich erhalten. Super. Hier ist mein Registrierungs-PC, die Übersicht, was wir gerade haben. Wir warten jetzt einfach mal, ne? In der Zwischenzeit kümmere ich mich da wieder. Ich hätte einfach vorhin das Telefon schon abnehmen müssen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich da wieder um die Wände. Also das hätte ich vorhin eigentlich schnell machen können. So. Also hier vorne sieht es ja schon mal einigermaßen gut aus. So, Kunde! So, Kunde, oder nicht? Abholen. Das ist noch ein bisschen, also komisch, aber ja. Hallo, ich wollte fragen, ob du ab morgen einen Platz für mein Tier buchen könntest. Nein. Aquarien habe ich keine, tut mir leid. Nein. Schade, auf Wiedersehen. Ja, tut mir leid, ich habe noch kein Aquarium. Ich bin erst Katzen am Einrichten. Sonst müsste ich hier dann schon öffnen. Oh, warum ist das jetzt so? Das ist ja eklig. Ach so, das ist das... Naja, gut. Wir achten hier nicht auf solches Zeugs, gell? Wir machen die Katze noch fertig und dann bauen wir halt schon mal aus, noch für Hunde und für andere Tiere. Für die Katze. Für die Katze nehmen wir hier Katzenfutter. Ich mache es genau gleich wie vorhin. Hä? Und den Wassernapf. Ja, vielleicht eher hier. Dann haben wir einen Kratzbaum. Den Kratzbaum nehmen wir hier hinten wieder. Und dann haben wir noch Katzenklo. So, und ein Schlafplätzchen. So, ah, es fehlt noch die Decke. Ja, Entschuldigung, ich habe die Decke noch vergessen. Dann mache ich einfach mal zu. Bei denen muss man das leider zumachen. Es geht leider nicht anders. Und drinnen habe ich da gemalt. Weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, da machen wir auch die Pfoten.
Naja, gut. Der eine Ecke. Ist doch egal. So, die Wand, der Boden. Jetzt habe ich auch den Boden genommen, gell? Das wäre Boden. Na, Mist. Ah, das haben wir genommen hier. Genau, das haben wir genommen. Genau, das andere wäre der Boden. Den Boden könnten wir aber so machen, oder? Das war doch jetzt noch ganz nice. Rot, blau. Nee, machen wir blau. Oh, Katze auf Teppich. Ja, das kommt gut. Viel Spaß beim Reinigen. Ha, Decke. Ja, etwas Einfaches. Gut, hätten wir. Also für Katzen sind wir zweimal ausgestattet. Das heißt, jetzt müsste da auch eine Nummer sein. Perfekt. Gut. So, jetzt haben wir hier noch den Boden noch nicht fertig. Da können wir noch schnell den Parkett hier vollständig machen. Ich glaube, dunkel haben wir da. Oh, ja, ich komme, ich komme. Ich hoffe, eine Katze hast du. Schnell, schnell, schnell. So, abholen. So. Ich wollte vielleicht einen Platz frei haben. Ach, schon wieder Fische. Was ist denn hier los? Nee, tut mir leid, ich habe keinen Platz für Fische. Ich merke aber, dass ich einen Ort einrichten muss für Fische. Hä? Okay, das heißt, wir könnten hier erweitern. Dann erweitere ich hier mal. Und zwar... Gut, dann klatschen wir hier mal die Hunde rein. Dass wir die mal haben. Oh, nächster Tag, okay. Ich habe immer Angst, dass es hängen bleibt. So. Dann wird man immer rausgeportet. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. So. Aber wenn man reinkommt, ist ja schon mal, ne, nicht schlecht. Das hier sieht Katastrophe aus, aber egal. So, dann klatschen wir hier. Wehe, es ist keine Katze. Schildkröte. Habe ich auch nicht. Auch kein Platz für Schildkröten. Tut mir leid. Katzen. Und jetzt dann Hunde, bitte. Nicht diese kleinen Tiere. Wir brauchen für Hund. So. Hundezimmer klein. Eins. Zwei. Warum habe ich jetzt hier einen frei gemacht? Das war jetzt mein Fehler, gell? Ach, Mist. Dann nehme ich hier die... Ja. Okay, warte mal. Das kann ich ja wieder wegnehmen. So, passt. Passt. Gut, dann hier auch zumachen. Dann hier. So, die Türen lassen wir auch gleich wieder da. Das ist dann mit Schild und mit Schild. Na, passt doch, hä? Warte mal. So, so. Und dann nehme ich das mal schnell weg. So, dann baue ich hier. Einfach mal ein bisschen ausbauen. Dann mache ich hier den Raum bis dahin und hier so einen Gang. Oder? So, so. So, ist zwar ein bisschen eng da hinten, aber das passt ja. Dann können wir hier noch die Tür reinmachen. Ne, das passt doch. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Jetzt habe ich nochmals eine Tür hingestellt. Das wollte ich nicht so. Dann haben wir hier, können wir jetzt die anderen Sachen reinmachen, ne? Oh nein!
Jetzt kommt sicherlich wieder einer mit Fisch oder so. Das mache ich erst nachher, wenn ich dann jetzt wirklich was habe. Was ist es jetzt? Fische! Okay, ich mache Fisch jetzt als nächstes. So, nein, kann ich noch nicht. Da kommt sicherlich wieder einer. Ist ja klar, dass die Kunden wollen, was ich natürlich noch nicht habe. Hä? So, dann baue ich hier noch schnell den Boden. So. Zack. Und dann noch schnell. Ja, das ist ein anderer Raum, hä? Das ist schon Boden, Boden, ja. Da, Boden, Boden, Boden. So, gut. Und die Wand noch hösch. Da machen wir für Fische. Für Fische und für Schildkröten könnten wir doch gerade machen. So, unter... Ah, das sieht doch noch cool aus. Ne, so. Wie wenn sie sich unter Wasser fühlen damit. Seegras oder so. Muss ich jetzt oben zumachen? Ja, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Muss ich jetzt schauen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Aquarium reinklatsche. So. Da können wir ja mehrere Aquarien jetzt reinballern. Die Frage ist, immer eins Abstand machen? Ne, wir könnten alle nebeneinander. Guck. Komm, das machen wir. Machen alle nebeneinander. Perfekt. Dann haben wir schon mal ein paar Aquarien. Das vom Platz her, von der Tiefe her ist gerade gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch, das sind glaube ich die Kröten. Oh, oh, die brauchen Platz. Ach du heiliges Ding. Oh, wow, oh, oh, okay. Ah, das ist jetzt nicht so toll. Die Frage ist, kann ich das trotz allem hier ranklatschen? Zwei Stück. Und dann noch Kaninchen. Oh, die sind so groß. Nein. Ja, klar, die brauchen natürlich Platz. Ja, 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 ja. Scheibenkleister, das geht nicht. Oh, das ist ja riesig. Und ganz knapp reicht es nicht. Okay, Kaninchen kann ich noch nicht aufnehmen. Nicht so tragisch. Können wir aber nochmals ein paar oder so ein Terrarium. Nee, das geht auch nicht. Aber noch ein paar Fische. So. Nochmals eins, okay. Und hier? Also Fische können wir jetzt genügend aufnehmen. Müssen wir sonst noch was etwas hier reinklatschen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was man hier noch alles braucht. Vielleicht irgendwie Futter habe ich immer sonst dabei. Oh, ich weiß nicht. Kann man das hier... Ah, Wasser auffüllen. Okay, das kann man dann selber. Das ist alles hier... Verbessere. Das ist alles dabei hier, hä? Okay, okay. Ja gut, sieht doch schon mal gut aus, hä? Preise festlegen für... Ich muss mir schnell Telefon abnehmen. Ey, halt hier. So, warte mal, jetzt kommt ein Kaninchen. Also ich wollte fragen, ob du morgen einen Platz für mein Bier buchen könntest. Freie kleine Räume. Aber ich habe hier kleine Räume. Ja? Das ist ein Hund. Hundezimmer klein. Warte, richte ich gerade ein. Ja. Ja, 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 ja. Warte, ich habe noch Zeit. Ich muss schnell das Hundezimmer einrichten. Jetzt aber tiefig. Zack. So, Hundezimmer. Oh, jetzt muss ich schnell gehen. Genau, das ist das, was jetzt du gesagt hast, gell? Jetzt. Die Zeit anhalten. Das geht jetzt natürlich nicht. Hundenapf und Wassernapf. So,
Dann braucht er noch ein, keine Ahnung, ein Tier, ein Bettchen. Ich weiß nicht, wie groß der Hund ist. Nehm das mal. Ist ja, ja gut, wenn es ein kleiner Hund ist, dann ne, sollte das eigentlich reichen. Spielzeug oder so, ein Gummiknochen. So, irgendwo da, vielleicht nochmals was. Was hat er denn? Hundetunnel. Oh, das ist ja... Okay, gut. Das passt. Das ist zu groß. Das müsste man draußen machen, ne? Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Ein Gummihotdog, komm, das können wir da noch. So, er, wenn er auf Toilette muss, muss er eh nach draußen. Ah, die Decke fehlt. Darum reklamiert er. Okay. Ja. Dann bauen wir die Decke hin. Und malen müssen wir noch schnell. Der Boden, den lassen wir. Die Decke, die Wand. Machen wir. Ich nehme das jetzt einfach. Ob das passt, weiß ich nicht. Ist auch egal. So, und dann noch schnell die Decke. So. Er ist schon grün. Also jetzt haben wir ein Zimmer, wenn schon. So, gut. Huh, schnell fertig gewesen. So, sag mal. Nummer 14 ist das denn, okay? Verwende, gut. Das kenne ich, jawohl. Das ist auch, man sieht es hier noch nicht ganz fertig, ne? Dann sieht man, dass es noch in Entwicklung ist auch. Gut, also wir haben Tier anmelden. Es ist ein Hund. Der kommt, glaube ich, für 8 Tage. Den Namen konnte ich mir noch nicht ganz merken. Cinnamon. Cinnamon. Okay. 8 Tage, ein kleines Zimmer. Zusatzleistungen. Hat er das auch noch? Nee, hat er nicht, ne? Kleines Hundezimmer, okay. Ja, ich habe auch keine Zusatzdinger. Okay. Jetzt hat's. Ach, Mist. Hat's nicht gespeichert. Erstellen. Zack. Wählen. Gut. Okay, jetzt muss ich da mal kurz dann warten. Raus. Was ist? Katze? Hoffentlich. Hallo, ich wollte fragen, ob du ab morgen einen Platz für mein Tier buchen könntest. Ja, Schildkröten? Ja, ja. Ja, ist viel. Okay. 9 Tage, der Ivan. Okay. So, ich muss es noch selber jetzt aktuell machen. Hä? Ivan, Tier anmelden. Schildkröte, Ivan. Und 9 Tage. Wow, das ist fast alles. Oder was ist das Maximum? Du gehst dann in den 8. So. Ist reserviert. Sehr gut. Okay. Hier raus. Die kommen erst am nächsten Tag, gell? Die kommen erst am nächsten Tag. Ich glaube, ich stelle... Oh, jetzt haben wir aber trotzdem schon Geld ausgegeben. So. Ich tue da noch ein bisschen die Wand. So, das lasse ich offen, weil ich möchte gerne das als Hund deklarieren. Als Hund, da Knochis. So, dann haben wir hier einmal Hund. Hier dann einmal Hund. Und hier vorne ist eher so Meereszeugs. Ich weiß nicht, sollen wir die Fische nehmen? Ich glaube, wir nehmen die Fische. Ja, Fische, Schildkröten. Sollte eigentlich klar sein dann. So. Ja. Aquarium. Ja, reinspaziert. Wir haben Platz für 6 Tage. Angel. Angel für 6 Tage. Okay. Gut. Verwende. Wir machen Angel. Für 6 Tage. Sehr gut. Und du gehst ins 3. Aquarium. Sehr gut. So, jetzt fühlt es sich dann langsam. Also morgen kommen ganz viele Kunden.
Morgen kommen ganz viele Kunden. Die warten wir jetzt auch noch ab. Die warten wir jetzt auch noch ab. Sollen wir denn jemanden einstellen? Ich meine, der kostet 100 pro Tag. Was ist denn da? Ach, das ist der Gutschein. Ja, den Gutschein brauche ich noch nicht. Für das sind wir noch zu wenig. Stellenangebot, Rezeption, oder? Den könnten wir vielleicht mal machen. Wie viele Tage soll die Anzeige verfügbar sein? Wir nehmen mal 3 Tage. Dann hätten wir vielleicht mal unter Umständen jemanden. So, hier hinten ist, glaube ich, ein bisschen finster, hä? Klatschen wir uns da noch ein Licht rein? Außer eine Stehlampe. Eine Wandleuchte, komm. So. Es ist nicht so finster. Gut. Ja, das können wir dann noch ein bisschen einrichten hier. Wir könnten hier zum Beispiel auch noch ein Bücherregal. Ah, genau, hier ein kleines Bücher, großes Bücherregal. Die Lektüren hier noch. Lektüren. Ja, aber eigentlich für den Kunden, gell? Oh, schon wieder Telefon, okay. Ah, vielleicht jetzt aber der neue Mann. So, wer haben wir denn am Apparat? Holen wir den mal ab. Hallo, ich wollte fragen, ob du ab morgen einen Platz für mein Tier buchen könntest. Freie kleine Räume. Aber sag mal, warum sagt er da immer 0? Das verstehe ich noch nicht ganz. Er erkennt den noch nicht. Ich habe ja freie Räume. 5 Tage. Hundezimmer klein. Nee, habe ich nicht. Für den Hund nicht. Den muss ich noch einrichten. Ach je, den muss ich jetzt aber ablehnen, weil der Tag ist jetzt dann gerade vorbei. Ach Mist, muss ich später machen. Tut mir leid. Stimmt, ich habe den zweiten noch nicht eingerichtet. Nein. Das hätte jetzt auch nicht gereicht. Oh Mist. Schnell das Dach hier. Eins zurückbauen. Schnell die Decke. Oh, hopp. So. Jetzt ist es eigentlich schon erledigt. Wir machen da... das da. Wir richten es genau gleich ein, hä? Ich wollte ja, dass wir jetzt schon mal Tiere drin haben, hä? Dann haben wir ein kleines Tierbettchen. So, wir richten es wirklich exakt genau gleich ein. Gummiknochen. Also ein bisschen was zum Spielen hat. So. Und die eine Seite müssen wir dann noch ein bisschen schöner machen. Was haben wir da, glaube ich, diese... Das hier hatten wir, glaube ich, gehabt, ne? Boden lassen wir. Die Decke. Hat er, glaube ich, so gemacht, gell? Oh ja, das passt schon. Jetzt müsste dann eigentlich auch... Ja, die 15, jetzt haben wir den auch zur Verfügung. Sehr gut. So, was haben wir noch? Es ist 20.00 Uhr. Wie lange haben wir eigentlich offen? Freie kleine Räume. 2 Plätze. Dann muss es eine Katze sein. Der Bruno. Der Bruno kommt. Ja, für dich haben wir auch Platz. So, aber weißt du was? Wir haben den Hund vorhin nicht registriert. Das ist nicht gut. Jetzt schnell die Katze. Bruno. Jetzt habe ich nicht geguckt. Katze Bruno. 6 Tage. Ne, den Hund haben wir abgelehnt, ja. 6 Tage. Katze Bruno. Den Hund haben wir ja abgelehnt. Sehr gut. Du gehst gerade ins erste Zimmer.
Gut, ja, den Hund hätten wir jetzt noch gehabt. Ah, schade. Ich dachte, 8 Uhr ist bei uns Feierabend. Aber ihr seht, jetzt habe ich schon die Hälfte ausgegeben. Jetzt muss dann Einkommen rein. Himmel, Herrgott, sieht dieses Haus hier komisch aus. Ich hätte lieber ein bestehendes nehmen sollen. Aber ich wollte halt alles ein bisschen testen. Vielleicht stürzt ja auch das Spiel irgendwo ab. Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Ich finde es auch grafisch. Sieht es eigentlich ganz okay aus. Hier auch, ne? Von den Wänden her gar nicht so übel. Also es gibt üblere Spiele. Gefällt mir ganz gut. Verschiedene Auswählungen an Tapeten oder Wandstreichungen. Aber da kommt noch mehr. Da bin ich überzeugt. Da bin ich überzeugt. Da geht es ja natürlich auch wieder ums Einrichten, ne? Grob. Den Rest kann man ja dann über die Mitarbeiter wieder machen. So. Sollen wir hier noch irgendetwas hinstellen? Ah, das wäre nicht schlecht hier. Guck mal. So tun, als ob wir hier noch... Hä? Das wäre doch noch was. So schön bei den Leuten. Warte mal, da könnten wir eigentlich auch noch... Oh, das sieht doch noch gut aus, wenn wir hier noch so ein paar Aktenschränke reinklatschen. Die Frage ist jetzt nur... Das sieht gut aus. Gerade direkt hinten ran geht's nicht. Ja, da hätte ich mehr Abstand nehmen müssen. Na gut, so toll sieht das jetzt nicht. Ja, vielleicht eher den kleinen? Ja, den kann ich gar nicht unter den Tisch packen, hä? Ah, das habe ich jetzt nicht so schön. Na. Komme ich da noch durch? Ja. Oh, da gibt's noch... Ah, großer Schrank. Oh, da kann man ja sein Büro. Jesus Gott. Hoch geht nicht, ne? Ne, das geht leider nicht. Ja. Schade, ne? Dass man... Warte mal, da kann man nach oben? Ja, ne, ne, ne. Nein. Nee, hoch geht nicht. Ah, schade. Noch irgendwie da oben drauf packen könnte. Tablau? Gibt es Tablau irgendetwas? Ah, schau mal. Ja, da, ja, eben, da kann man sich schon ein bisschen besser einrichten auch. Ah, aber weißt du was? Jetzt ist der Tag vorbei. Jetzt habe ich die Uhrzeit nicht gesehen. Ah, jetzt kommen dann die Leute. Bin ich wieder hier draußen. Das ist auch blöd. Jetzt musst du gucken. Hier, schau mal hier. Da kommen sie. Nein, das ist unser neuer Mitarbeiter. Ah, ich muss rein. Da kommen die Leute. Die haben ja gar keine Tiere dabei. Doch, der hat Tiere dabei. Oh je, jetzt wird's schlimm. Oh je. Oh, jetzt geht's los. Oh, abholen. Jetzt geht's los. Freie Plätze, jawohl, habe ich noch. Du kannst den nächsten Tag kommen. Pixie, 5 Tage, ist eine Katze. Okay, Moment, ich muss schnell registrieren. Ich bin gleich da. So, Tier anmelden. Pixie. 5 Tage, Hund. Katze. Hier rein. Okay, gut. Genau, du bist... Keine Ahnung. Wer sind sie? Du bist Cinnamon. Achso, hallo Cinnamon. Einchecken. Cinnamon, jetzt geht's rund hier. Wer bitte, ist das vollkommen okay aus? Mich unterhält es bisher. Ist noch eine schöne Abwechslung zum Runterkommen, auf jeden Fall. So, Tier annehmen. Hier, Cinnamon. Tier annehmen. So. Da wird hier kurz erklärt. Der geht jetzt in den 8. Ich übernehme mal schnell hier. Hol das Haustier ab. So, du gehst hier hin. 14, hä? So. Tada. Leine los. Oh, dich muss man schon kraulen. Ja, ich... Tut mir leid, ich komme gleich wieder. Oh, nee.
So, hier haben wir die Schildkröte. Das ist der Ivan. Ah, gut steht der Name da. Sehr gut. Dann checken wir den Ivan ein. 9 Tage ist er da. Der geht ins 8. So, Mademoiselle, darf ich haben? Dankeschön, Ivan. Du kommst hier mit Nummer 8. Huch, den Hund hört man bis hierher. Eieiei. Okay. Ivan, alle müssen gewaschen werden. Was ist denn hier los? Hygiene? Was bringt die denn? Welchen Zustand? Dann haben wir den Angel. Angel war, glaube ich, auch ein Hund. Nee, das ist der Fisch. Annehmen. Du gehst ins Nummer 3. Habe ich dich zugeteilt. So, Nummer 3, Dankeschön. Zack. Nummer 3 ist der erste. Hier, schön angeschrieben. Ah, okay, ein anderer Fisch. Sehr schön, nicht immer das gleiche. Passt. Ich sehe gleich, der Stress geht los. Ich muss nachher noch schon einen Mitarbeiter einstellen. Das kann ich alleine gar nicht handeln. Bruno. Ist der auch die Katze? Katze Bruno, du gehst in das erste, das ich erstellt habe. Sehr gut. Okay. Oh, dem geht es aber nicht so gut. Auch waschen. So. Bastard Transportbox freilassen. Oh. Ich muss schnell zumachen hier. So, sollen wir noch einen Mitarbeiter für Tierpflege? Ich glaube, das liegt drin, gell? Huch, da kommen 2. Ich mache noch schnell eine Bewerbung. Achso, du bist Rezeptionist, verlangst 100. Ja, das ist, glaube ich, Standard. Den Jackson Crawford. Ich glaube, dich nehme ich, ne? Einstellen. Dann du, glaube ich, du kannst wieder gehen. Tut mir leid. Ich will noch gerne einen haben, der sich um die Tiere kümmert. Mach nochmal schnell Stellenausschreibung. Die kann ich canceln, okay. Und hier eine Anzeige als Tierpfleger. Es klingelt schon wieder, Mist. Es läuft, gell, die Anzeige, ja. Ja, ja, ich komme schon, ich komme schon. So, der nächste ist. Freie Plätze haben wir keine mehr. Das ist sicherlich für einen Hund. Ah nein. Doch, eine Katze. Hier, Nummer 2 ist auch gebucht. Ah Mist, tut mir leid. Geht nicht. Was wir hier auch die Übersicht haben müssen, ist, wenn zum Beispiel morgen dann jemand weggeht, das weiß ich auch noch nicht genau, wie das dann funktioniert, wenn denn dann der Nächste kommt. Kann man den am gleichen Tag gerade abgeben und dann der Neue gerade wieder einfügen? Das wäre natürlich optimal. Da wäre immer eine Besetzung da. Das müsste ich mal ein bisschen kontrollieren. Also ich sehe schon, wir dürfen da ausbauen. So. Wie handle ich jetzt das am besten mit diesen Tieren? Jetzt geht's los. Oh, der Hund, der gefällt mir nicht. Was ist denn? So, jetzt zeige ich euch nochmals für die, die neu dazugekommen sind. Das hier ist ja so Art ein bisschen, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit, ne? Und machen wir aber zum Beispiel streicheln, ne? So. Jetzt muss er sich da positionieren. So, jetzt habe ich die Möglichkeit hier, einfach mit der Maus kann man so drüber fahren. Ich kann zum Beispiel auch wechseln und hier, ich kann ihn auch da ein bisschen kraulen. Oder vielleicht da am Bauch halt vielleicht nicht. Und dann schwänzelt der. Jetzt seht ihr, jetzt ist es weggegangen. Jetzt ist es grün, ne? Das war's, ne? Aber es... Warum ist er denn... Was hast du denn? Was ist denn los? Hast du... Warte mal, ich gebe Pfötchen. Macht der das? Echt? Du kennst mich gar nicht und gibst Pfötchen. Nice, aber er schwänzelt. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
Braucht der viel Aufmerksamkeit oder ist der einfach... Ah, schön. Guck mal, jetzt habe ich den... Jetzt ist er wieder traurig. Bist denn du nass? Du bist auch nicht nass. Hä? Also ich weiß nicht, was... Nee, die muss man selber fühlen. Aber für das müsste ich... Warte mal schnell. Kann ich da schauen, was... Weißt du, manchmal gibt es... Hast es nass zu werden. Ach so, ich muss ihn trocknen noch schnell. Okay, gut. Und ist allergisch gegen Futter mit Entengeschmack. Siehst du? Da darf ich kein Futter mit Entengeschmack. Jetzt weiß ich, was er aber hat. Oh! Uiuiui. Uiuiui. Also, hier raus. Ich mach mal hier... Ah, sauber machen. Warum ist das dreckig? Ich muss ihn trocknen. Oh. Oder kann man das jederzeit sauber machen? Das kann man jederzeit sauber machen. Okay. Jetzt, was ist jetzt los? Ach so. Föhnen. Ich trockne dich mal schnell. Oh, jetzt das Telefon. Oh, jetzt geht der Stress los. So. Jetzt muss ich warten, bis er sich positioniert hat. Ich trockne schnell. Obwohl eigentlich... Ich weiß nicht, der ist einfach nicht grün da. Ich muss das Telefon abnehmen. Ich komme nachher wieder. Oh oh. Ich brauche Mitarbeiter, das geht gar nicht ohne. Ruf den Tierarzt. Warum? Ah, ich war zu spät. Wähle einen Klingelton. Telefon ausschalten. Ach so. Oh nee. Das andere wäre aber angenehmer gewesen hier. So. Aber etwas ist nicht gut, hä? Ja. Wir machen da die ganze Zeit. Oh, ja. Okay, Essen. Wir füllen hier mal auf. Was ist denn bei dir? Speziell, du bist die Schildkröte Ivan. Hast du da speziell? Isst viel, ach so, spielt gerne und viel, okay. Einfach mal Futter rein. Es tut mir wirklich leid, dass du kein Futter hast. Heb das dir, füll das Wasser auf. Und das Essen. Aber ich kann nicht. Warum kann ich... Ich muss Essen kaufen. Oh je. Essen für Schildkröte. Ich hoffe nicht, dass es jetzt gerade abläuft. Wille Futter auf. So, Wasser hat er. Der ist auch nicht begeistert. Okay, gut. So, hier ist niemand da. Oh, der Fisch. Verbessere, was auch immer. Essen. Fische. Da können wir Gott sei Dank nichts aussuchen. Das ist noch gut. Kaufe ich auch gerade 10 hier. So, kriegst du hier mal noch Futter. Einmal Fischfutter hier rein. So, spielen kann ich leider nicht mit dir. So, du bist auch bedient. So, Essen. Reinigen. So, der geht jetzt dann dahin. Ach, du heiliges Ding. So, wen haben wir denn noch? Fisch ist dran. Schildkröte geht jetzt auch gerade essen. Katze. Oh, die Katze erschreit. Also, liebt Futter mit Hühnergeschmack. Okay, Hühnergeschmack. Er bricht häufig. Ach, nee, isst viel. Hey, was kriege ich denn hier für Katzen? Isst viel. Hühnergeschmack. Okay. Wir kaufen schnell Katzenhühnergeschmack. Katze mit Ente mit Hühnergeschmack. So, ich nehme gerade auch 10. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Zeug gerade abläuft. Ich komme, Kätzchen. Ja, och. Na, sag mal. Auffüllen. Kotzt schon am Boden hier.
von jedem vielleicht auch mal etwas kaufen, gell? So Katzenfutter mit Huhn. Da muss man auch noch Acht geben hier. So, also. Das ist ein schönes Kätzchen hier, hä? Und dann streicheln auch noch. Und ah, dreckig ist es auch noch. Echt jetzt? Nicht? Wo kann ich denn das wieder machen hier? Ach so, Fellbüschel aufräumen. Ach so, das ist einfach. Haha! Okay, gut. Aber hier drin ist... Was ist denn jetzt wieder los? Hunger. Isst du... Warte mal schnell. Du isst, glaube ich, alles, gell? Oder was war bei dir schon wieder? Ich kenne es doch nicht auswendig. Hund. Keine Ente. Okay, keine Ente. Wasser mal auffüllen. Ja, ich komme, ich komme. Stress pur. So, und dann keine Ente, hä? Dann... Warte mal. Huhn oder Rind? Gut. Und das haben wir... Das stimmt schon, hä? Keine Ente, also allergisch sogar noch, ui. Auffüllen, nehmen wir auch gerade Huhn, hä? Das sah den Stress aus. Oh, guck mal, wie der gerade hinrennt. Okay, gut. Aber der sieht gut aus. Er hat auch was zum Spielen, aber er hätte gerne Spiele mit mir. Wie geht's dir? Gar nicht gut. Streicheln, Transporter, Katze. Unter dem Kinn. Nee, ich streichle mal, komm. Da muss man immer warten. So, jetzt. Ich gehe mal auf die Seite. Ich muss schnell warten, bis das nach oben geht, bis es grün ist. Nochmals ein bisschen. So. Jetzt hast du schon wieder irgendwo hingemacht, oder? Katzenklo? Aber ich kann hier nichts tun mit dem Katzenklo. Linke Maustaste, aber es geht nicht. Aber es ist hier Häufchen. Warum? Hm. Komisch. Komm da nicht hin, hä? Ah, jetzt? Nein. Linke Maustaste. Ich drück die ganze Zeit, aber... Ich lasse es mal. Weiß es nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Achso, du bist... Achso, du musst... Ja, du kannst doch warten mit Häufchen. Draußen regnet's. So. Für einen Tierpfleger habe ich mich ja schon gemeldet. Gell, das müssten morgen eigentlich Leute kommen. Oh, oh. Oh, oh. Was ist mit dir? Streicheln. Ein roter Smile. Was ich jetzt hier nicht sehe, ist seinen Zustand. Kann man hier... Wie spürt das die Schildkröte? Ist ja egal. Noch mehr! Okay, hebt das Tier hoch? Was heißt eigentlich verbessere? Dank des Upgrades wird die Ausstattung von besserer Qualität sein. Das Tier wird mit dem Aufenthalt zufriedener sein und seine Bedürfnisse werden langsamer wachsen. Bist du sicher, dass du ein Upgrade kaufen willst? Es kostet 2000! Wir warten noch. Ich glaube, ich mache da noch ein bisschen... Ja, das Tier ist mal gerade weg. Also wenn es da ist, dann kann ich es schlecht streicheln. Ja, okay. Wie geht's dir? Dir geht's auch gar nicht gut. Das Telefon klingelt. Spiele mit dem Tier. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Helfen Sie dem Fisch, die Blasen zu vermeiden und er wird zufrieden sein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich muss da irgendwie... Bewege den Fisch, aber wie?
Ich weiß nicht, wie ich ihn bewegen kann. Ach so, nur mit der Leertaste. Aha. Oh, nein! Oh, hast du gehört? Das Telefon hört auf einmal auf. Oh, oh. So, jetzt ist aber gut, oder? Ja, eben, gell. So, du? Ich streichle dich nochmals. Uiuiui, das geht lange. Da brauche ich unbedingt... da brauche ich unbedingt jemand, der das macht. Vielleicht ist der direkt... Der ist noch nicht da, der kommt erst morgen. Immer einen Tag später. So, Ivan ist glücklich und zufrieden. Der so teils... Der ist noch nicht da. Der kommt morgen, ja. So, und du? Müssen schlafen. Du? Oh, du solltest Gassi gehen. Oh, ich hab draußen nix. Oh. Ich weiß, wo du hingehst. Er rennt ja hoffentlich nicht weg. Aber draußen regnet's, gell? Ich hab draußen noch nichts. Na, jetzt haben wir ein Problem. Da können wir nicht raus. Da gehen wir jetzt raus. Da mache ich jetzt eine Tür hin. Nein! Nein, 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 noch nicht. Nicht beenden. Eine Tür hin. Genau. Und da gehen wir jetzt schnell raus. Und hier haben wir ja ein Dach. Hä? Jetzt mache ich hier einen Zaun kurz. Dr. Little, ja, Dr. Doolittle. Ich mache hier einen kleinen Zaun. Dass mir die Dinger hier nicht... ein Geländer. Oder? So etwas... So, da kann er hier schnell Häufchen machen. So. Und die Leinen. Weil Nägel muss ich ja auch schneiden. Also irgendwie gefällt mir das Spiel, aber es ist am Anfang noch ein bisschen stressig. Aber du kannst es halt dann für dich wirklich wunderschön einrichten. Das auf jeden Fall. So, aber komm jetzt, wir gehen mal... Wir haben ja Gott sei Dank ein Dach draußen, das ist ja auch gut. Also komm schnell raus. Wo habe ich... Hier. Da können wir duschen, das hat er nicht gerne. Hier Nägel schneiden. Und jetzt hier raus. So, losmachen. Sieht schon geil aus. Schwuppdiwupp. So. Stimmt gar nicht, du bist jetzt nicht nass geworden. Das kannst du mir jetzt nicht sagen, wir waren unter Dach. So, kannst du mal wieder hier an die Türen gehen, selber zu. So, alleine losmachen. So. Och, was ist denn? Ja, hallo? Schildkröten? Ah, die sind streng, aber ja. Oh, Dakota. 7 Tage? Jawohl. Angenommen. Dakota, 7 Tage. Verwende. Tier anmelden. Dakota. Gut. Da haben wir noch einen Platz frei. Oh, stimmt. Warte mal schnell. Wir können noch den... Weiß einen Mitarbeiter zu. Genau, den Crawford hier bestätigen. Wenn dann der morgen kommt, kann der gleich hier arbeiten. Den Code hier, den Gaggle, muss ich noch zusammennehmen, oder? Oder nicht? Aufräumen. Gut. Passt, ne? Hunde müssen da raus. Sehr gut. Der Tag ist schon fast vorbei und ich bin auch fix fertig.
Aber macht Spaß. Aber der hat immer noch so seine... Ich krieg den nicht irgendwie gebacken. Der ist ja jetzt wirklich nass. Das kannst du mir jetzt nicht geben, oder? Doch, der ist nass. Oha. Ich trockne dich mal schnell. Du glänzt. So, warte noch schnell. Kratze seinen Bauch. Nee. Ich streichle dich noch schnell. Dass das ganz nach oben geht. Nee, das müssen nachher die Mitarbeiter machen. So, der ist jetzt ganz perfekt. Gut. Also ganz nicht. So, Kätzchen, was hast du noch gehabt? Was ist mit dir? Alles gut? Streichen. Kratze unter dem Kinn. Das will ich jetzt mal testen. Was ist das denn? Achso, die geht gar nicht raus. Okay. Das Katzenklo? Wann muss ich das denn reinigen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal. Wir haben eigentlich nur 4 Tiere, aber gell? Das ist... Dem gefällt es gar nicht da hinten. Ist auch lustig, immer ein Fisch, ne, in Pension schicken hier. So, wir... du hast... Du bist nicht zufrieden. Das heißt spielen, hä? Wir spielen mit dir. Vielleicht sollte ich das Aquarium ein bisschen aufpeppen dann. Oh, Fischlein, ich muss hören. Es tut mir leid. Okay, oh, der Hunger hat doch auch noch Futter. Ja, das Telefon. Und dann solltest du wieder glücklich sein. Ja, Päckchen am Apparat. Kleine Fische? Ja, hätte noch Aquarien frei. Brody, für 2 Tage nur, das ist nicht so schlimm. Brody, Fisch, 2 Tage. Oh, morgen kommen wieder Leute, hä? So, verwende Fisch, Brody, 2 Tage. Platz für das Tier, Zusatzleistung. Ich kann hier nichts machen, hä? Das ist einfach... Du gehst in den 4. Perfekt. So, da ist das reserviert. Sehr gut. Ja, jetzt sollten dann eigentlich schon langsam... Man kann auch hier nichts machen, gell? Das ist alles frei. Uns gefällt es mir nicht ganz gut hier. Warte mal, ich schaue nochmals, ob wir hier noch ein bisschen mehr Infos kriegen. Aber wahrscheinlich, wenn ich dann mal... Oh, 21.00. Okay, Ende des Tages in... Okay, bis 22.00 geht der Tag. Jetzt sehe ich das erst. Dann kann ich das vielleicht dann... ein bisschen besser beurteilen. Wir können den auch übrigens leveln, gell? Die können wir auch leveln. Zur Schulung schicken. Der kostet 200 am Tag. Wahrscheinlich kann er dann einfach gewisse Sachen mehr. Aber diese Übersicht habe ich noch nicht. Das... ist auch im Tutorial nicht wirklich gezeigt worden. Und das ist halt wirklich nur Deko. Ja. Natur draußen kann ich natürlich auch. Doppelstöcke geben, wie gesagt. Das kann man auch noch machen. Ha! Oh! Jetzt habe ich noch das gesehen. Wo ist die Klingel? Ich hoffe, es haut niemand drauf. Wenn Besuch da ist, ne? Sehr gut, also, der Tag ist eh gerade vorbei. Ich hoffe, wir haben morgen mal ein bisschen schöneres Wetter. Dann kann ich vielleicht den Bereich hier draußen mal ein bisschen schöner machen. Wir können vielleicht ein Dach hier vorne auch ziehen, ne? Und die Außenwand, ne? Sieht auch noch eine Katastrophe aus. Naja. So, ich sehe gerade fertig.
Und auch das automatische Speichern, auch eine coole Sache, dass man das nicht vergisst. Kann man das auch eingeben. So, wir hüpfen. Für heute mal. Oh! Ah, der Herr kommt arbeiten. Guck! Ja! Guck, kannst gerade hierher. Und das ist der Bewerber. Ui, da kommen aber viel. 2 Stück wieder, hä? Hund ist gekommen um sein Haustier. Okay. Bewerber ist angekommen, wartet mit seinem Lebenslauf an seinem Schreibtisch. Jawohl. Ich will jetzt nur mal schnell gucken. Er kann nicht alles machen. Ich nehme das Telefon mal schnell ab. Ja, hallo, ich wollte fragen. Aquarium, jawohl. Haben wir Platz? Der Angel. Schon wieder ein Angel. Oh, jetzt wird es aber mühsam dann. Angel, 2 Tage. Okay. Gut, machen wir schnell. Angel. 2 Tage. Die 5. So. Der Rest musst du machen. Ich muss mich kurz um die Bewerber kümmern. So, Hallöchen. Du bist der Herr. Der Herr Alexander Wood. Du bist ein Tierpfleger. Sehr gut. Einmal anstellen. Ja, die kosten halt einfach nur die 100. Der zweite. Ja, weiß genau. Crack. Sollen wir 2 einstellen? Dann habe ich ja nichts mehr zu tun. Aber doch, ich könnte ausbauen. Aber 100 pro Tag? Nee. Nee, machen wir noch nicht. Für das muss ich mehr Gebäude haben. Einer reicht. Einer reicht, um mir zu helfen. Gibt es hier jetzt Statistik irgendetwas? Nein, hier ist immer noch alles beim Alten. Da habe ich noch nichts Wirkliches. Hä? Der fängt dann morgen an. Dann kann ich das hier wieder löschen. So, Kunde ist gekommen. Jawohl, ich könnte eigentlich den zweiten hier übernehmen. Weil du bist der Brody. Der Brody, der Fisch hier. Verwenden. Brody annehmen. Du gehst nämlich in den Vierer. Nehme ich dich gerade mit. Okay, da muss man gut aufpassen, hä? Du gehst in den Vierer hier. Brody, was bist du für ein Fisch? Oh. Ja, wahrscheinlich schon. Es gibt ja auch einen Herausforderungsmodus. Gibt's ja auch, gell? Also das ist ja jetzt wirklich freies Spiel. Und da gibt's noch den Herausforderungsmodus. Da hast du dann halt wirklich Sachen, wo man erledigen muss. Den habe ich jetzt aber noch nicht genommen, weil jetzt ging's einfach mal darum, hier wirklich so viel wie möglich jetzt mal vom Spiel zu sehen und die gewissen Sachen ja zu erledigen. Warum gefällt es dir denn nicht? Du hast schon wieder kein Futter. Das ist, glaube ich, der gerne isst, gell? Ja, was machst du denn da hinten? Ich streichle dich nochmals. Ich will nicht, dass es dir nicht gut geht. Der Tierpfleger ist dann auch wichtig. Ah, schön. Aber dir geht das lange, bis ich natürlich mit meiner Hand durch deinen Panzer hier komme. Ich glaube, auf dem Kopf. Nee, hat das nicht gerne. Hier hinten. Da, schau mal, die Herzchen da hinten. Ja, jetzt alles aber gut. So, dir geht's gut. Du bist aber dreckig. Oder was? Du hast auch kein Futter. Bei dir warte ich jetzt aber noch schnell. Du kriegst gerade. Bei dir ist in Ordnung. Bei dir könnte man noch ein bisschen spielen. Spiel mit dem Tier. Das machen wir noch. Ja, der Hund. Den Hund muss ich nachher auch noch, ja. Machen wir jetzt schnell bis auf 20 wieder. Ich denke, das sollte dann reichen. Telefon muss ich jetzt mich nicht mehr drum kümmern. Das ist gut. So, gut. Und? Jawohl.
Sehr schön. Du bist am Mampfen. Der ist am Telefon. Warum ist der gelb? Was ist denn bei dir jetzt schon wieder nicht gut? Brauchst du schon Pause, oder? Oh, du solltest... Okay. Wir gehen wieder raus. Ja, bitteschön. Mach mal dein Häufchen. Immer vor der Tür, hä? Kann ich das gerade reinigen? Häufchen? Nein, ich gehe da wieder rein. So, Leine losmachen und streicheln. Du spielst aber schon, oder? Mit diesen Spielsachen da, oder? Wo hast du es denn am liebsten? Ich glaube hier unten, gell? Ja, so. Ja, ich weiß, du bist wieder nass geworden. Aber nur ein bisschen. Oder nicht? Ihm gefällt es ihm einfach nicht. Er hat keinen grünen Daumen. Er ist die ganze Zeit. Obwohl ich ihn immer trockne. Naja, gut. Warum bist du. Was ist denn bei dir nicht gut? Ach so. Jetzt bin ich gespannt, wo der hingeht. Weißt du, was noch fehlt? Wasserspende oder so etwas. Das habe ich doch irgendwo noch gesehen. Eine Kaffeemaschine. Ah, genau. Jetzt weiß ich, was ich da noch mache. Die Frage ist, wo ich das hinklatsche. Küchenarbeitsplatte. Nicht Feierabend, gell? Jetzt haben wir... Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin. Ist ja egal. Da kann jeder zugreifen dann. Wir nehmen den Wasserspender. Ah, der ist für den Boden gedacht, ne? Okay, aber wir können trotzdem auch noch... Kaffeemaschine hinklatschen. Da müssen wir einen separaten Raum da mal noch machen, ne? Ich denke, das ist so ein Spiel, wo man halt dann von Zeit zu Zeit dann anfängt auszubauen. Das wird wahrscheinlich, denke ich jetzt mal so in, ich weiß nicht, gut, jetzt sind wir in Tagen hier unterwegs, aber in mehreren Tagen wird das hier wahrscheinlich komplett anders aussehen. Ne? Das kann ich ja komplett wieder abreißen, in diesem Sinne. Aber ja, du hast natürlich recht, ja. Gestaltung hier ist jetzt noch nicht optimal. Also der Bereich wäre in Ordnung, aber eben der Pausenraum fehlt. Das fehlt noch ein bisschen. Das kann man viel schöner gestalten, noch mit Bilder und, ja. So, ich gehe noch mal schnell hier gucken. Bei dir ist... Was ist denn bei dir angesagt? Essen. Ich guck mal schnell Wasser. Wasser kann man dir sicherlich schon mal geben. Oh, der Hund. Essen, dann mit dir kraulen, glaube ich, das könnte man noch machen. Ich bin froh, habe ich nachher den Mitarbeiter. Der wird mir dann auch helfen. Jawohl, so. Essen, hast du was Spezielles eigentlich? Du bist der Dakota, genau. Dakota, vielleicht speziell hier. Er hat Angst vor Gewitter, ja super. Rabauke spielt gerne und viel. Okay, Essen. Ah gut, du bist ja beim Essen, gibt es ja gar keine Möglichkeiten. Stimmt. Muss ich anwählen, sonst geht's nicht. Kann man hier Spielsachen rein? Kann man da Spielsachen reinpacken, echt? Einfach nur spielen, ne? Oh, das kenne ich noch nicht. Okay, die Schildkröte mag Obst, also bewege sie zum Essen, wenn ihr Kopf über
einem Leckerli isst. Okay, drücke Leerzeichen, um zu beginnen. Jetzt ist schon gut. Das war zu viel. Oh, ich verstehe es wieder nicht. Ist egal, es ist oben. Das ist schon mal gut. Jetzt kann er essen und trinken. So, oh, du hast kein Futter. So, oh, Stress. So, gut. Bei dir ist alles in Ordnung. Du hast jetzt auch Futter. Was ist bei dir schon wieder? Du bist auch wieder nicht gut gelaunt. Streicheln. Spielen. Ich glaube, ich spiele mal mit dir. Ich versuche es bei dir jetzt auch noch. So. In welchem Moment muss ich das machen? Also, isst das Leckerli auf? Aha. Aber ich bin immer zu schnell, hä? Verstehe es noch nicht. Ich verstehe es noch nicht. Jetzt ist gut gewesen, hä? Aber. Ah, der Kopf. Wenn der Kopf genau über dem Ball ist oder über dem Leckerli. Ah! Ja gut, ich treffe halt nicht immer, gell? Dann klappt's, okay? So, jetzt ist aber genug gespielt. Ich habe auch noch andere Kinder. Tiere, meine ich. Jetzt sieht er schon wieder eine Pause, oder? Hund? Dem geht's gut. Gut, Katze? Ah, ui! Uiuiuiui. Aber sie hat ja ein bisschen Probleme, gell? So, Hühnchen. Willst du nochmals Hühnchen haben? Ich glaube, du isst, bevorzugst das auch, gell? So, ein bisschen weg. Das ist komplexer, als ich dachte. Ja, aber ich glaube, irgendwann mit den Mitarbeitern geht's dann. Oh, Fingernägel schneiden. Also Zehennägel. Okay, Essen. Essen ist auch noch. Hühnchen. Kannst du wieder haben. Und Wasser kriegst du natürlich auch noch, gell? So. Bis jetzt geht Geld immer nur noch runter, gell? Also, die müssen jetzt dann schon langsam mal gehen. So, und dann spielen wir mit dir noch. Oder sollen wir jetzt schon streicheln? Okay, komm, wir streicheln schnell. Ach, du armes Kätzchen. Ja, ich weiß. Oh, warte mal, so ein bisschen da unten. Ja. So, spielen müssen wir nachher auch mal noch mit dir, gell? So, der Dreck ist ja weg. Essen nachher geht es ja schon viel besser. Weil krank können sie im Fall auch werden, gell? Krank können sie auch werden. Und da muss ein Tierarzt rufen. Du kannst sie auch in eine Massage schicken, ne? Also, aber wir sind noch nicht so ein Riesenhotel. Was? Ach so, wir haben ja einen zweiten. Ui, 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 ui. Pixie. Ei. Du möchtest gerne. Die Pixie muss ich mir noch schnell anschauen. Was ist die? Sie mag Entengeschmack. Oh, isst auch viel. Enten und Lachs. Okay, Enten und Lachs. Ich glaube, etwas haben wir. Ich habe gar nichts. Ich habe nur Huhn und Enten und... Mitarbeiter ist müde und macht Pause. Ja, dann mach doch. Enten und Lachs. Ich glaube, dieses Ding kann nicht ablaufen. Hä?
So, gut. Dann machen wir hier mal schnell. Zack, machen wir mal Lachs. So, und hier auch noch schnell. Ich denke nachher, wenn zum Beispiel die Tiere dann weggehen, dann alles sauber. Ui, das ging jetzt aber schnell. Da muss man wahrscheinlich hier alles sauber machen. Das auch ganz zum Schluss wahrscheinlich hier, weil irgendwie, ich kann das anklicken, aber es passiert nichts. Kratzbaum macht er auch nicht dann wirklich, aber kratzen dann vielleicht eher. So, jetzt nachher noch kraulen, hä? Ich glaube, das hast du bitter nötig. So, komm. Achso, jetzt setzt du dich gerade hier hin. Streicheln, ne? Ich glaube, das hättest du noch gerne. Ne? Ja. Ja. Hauptsächlich, hier hinten geht es nicht so gut. Aber, ja, guck mal, wie fein. Sehr schön. Spielzeuge hast du so nichts, gell? Achso, den Kratzbaum. Gibt es denn da irgendwie? Ah. Federn am Stock. Spielseil. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Kann ich das... Oh, shit. Der Mitarbeiter ist... Ja, musste warten. Mitarbeiter hat seine Schicht beendet und wird am nächsten Tag sauber. Und 100 abgedrückt hier. Okay, dann muss ich jetzt hier... Hallo, ich wollte fragen, ob du mal einen Platz frei hast. Keine freien Plätze. Nein, für Jacks Katzenzimmer. Ich habe leider keinen Platz. Tut mir leid. Wir sind voll. Ja, der arbeitet bis 16 Uhr. Ich könnte jetzt natürlich nochmals einen einstellen für Schichtbetrieb. Ne? Das geht natürlich auch. Wer sind jetzt am Jammern? Ach so, bei dir ist... Spielen, gell? Wie kann ich denn mit dir spielen jetzt? Spiele mit dem Stock und Federn. Okay, gut. Also, machen wir mal. Aha. Also, das Spiel verlässt sich auf deine Reflexe. Die Katze muss den Stock mit den Federn jagen, während du dafür sorgst, dass sie ihn nicht fängt. Du kannst die Federn nur nehmen, während die Katze auf sie springt. Wenn du es zu früh tust, ist die Katze verwirrt. Wenn du den Stock dreimal zu früh versteckst, langweilt sich die Katze und keine Freude mehr. Okay, gut. Und jetzt? Sie kommt gar nicht, gell? Oh, wie lange muss ich denn warten? Nochmals. Ah, so funktioniert. Okay. Dreimal gewinnen, glaube ich, oder? Müsste nur Geduld haben. Ah, passt doch. Gut. Zufrieden? Sehr gut. Dankeschön, Büsi. Du? Der spielt mit dem Knochi. Okay. Oh, der hat aber wieder Hunger. Hundefutter. Ja, nein, ich dachte schon, geht. Brauchst drei. drei Tierpflege oder viel Kaffee. Ja, also zwei würden ja dann theoretisch gesehen reichen. Aber ja, du hast recht, wenn sie dann noch Pause brauchen, macht es vielleicht dann Sinn, einen dritten auch zu haben. Aber ich glaube, mit einem ist schon mal gut. Mist. Der unterstützt mich dann sicherlich mal noch. So, hier drin nochmals ein Hund? Nee, da ist noch keiner drin, hä? Nee. Okay, wie geht's denn den... Eieiei, okay. Wasser auffüllen. Der hat schon wieder Futter weg. Unglaublich, mit dem muss ich noch ein bisschen mehr spielen. Das ist wirklich ein Vielfraß, hä, der Ivan.
So, und dann streichen wir dich dann nochmals. Der Hund, oh, der Fisch. So. Und spielend. Der Angel will viel spielen. Wir haben ja zweimal einen Brody hier noch. Und du bist gerade am Trinken, okay, am Mampfen. Mit dir schnell spielen. Ganz kurz, machen wir auf 10. Hoffe, das reicht. So, und? Ja, einigermaßen. Oh, aber bei dir wieder nicht, ne? Also eine Weile musste man hier schon spielen, dass der das auch akzeptiert. Und jetzt schält's wieder. Also ein Handy wäre nicht schlecht, ja. Definitiv. Oh, das wird ja auch immer schneller dann, ne? So, jetzt ist fertig, oder? Aber Futter auch noch. Hast du jetzt nicht gerade Futter bekommen? Oh. Da geht mir jetzt ein Kunde durch die Latte. Ja, hat schon aufgehört. So. Mit dir muss ich spielen, gell? So. Ja, du warst halt gerade oben. So. Ja, jetzt geht's hoch. Ja, sehr schön. Dakota gefällt's. Und der letzte noch, oder? Ja, der war jetzt halt. Gut, ich muss leider wieder weiter. Bei dir noch spielen? Streiche muss man dich nicht, aber spielen. Okay. Ah, ich sehe schon da. Aber eben, die sind nicht so lange. Die sind nicht so lange. Wie soll ich sagen? Das sind kleine Tiere. Die sind zwar jetzt lange da, aber ich weiß nicht, ob die so viel abwerfen. Da bin ich mal gespannt an Geld. Ja. Aber das können wir dann. Ja, das kann ich jetzt ja nicht. Tut mir leid. So, noch einen, komm. Zack. Ja, nochmals einen. Dann haben wir dich. Sehr gut. So, zufrieden? Der überhaupt nicht. Na gut. So, wir haben auch gleich wieder Feierabend dann. Wie geht's dir? Einigermaßen. Die Pfoten sind gut. Oh, wow. Komm, wir machen noch schnell Streicheleinheit. Boah, du hast es sehr nötig, gell? Ah, da, guck mal, wie das gern hat da. So, willst du noch schnell Häufchen machen? Ich glaube, ah, jetzt kratzt er sich auch. Naja, gut. Komm, wir gehen noch schnell Häufchen machen. Oh! Ich habe den Dreck da noch nicht weggemacht. Das riecht sicherlich. Gott sei Dank ist. Du, sag mal, wie lange. Regnet es denn eigentlich noch? Oh, jetzt schreit die wieder. So. Sodele. Gut, das ist eigentlich so weit in Ordnung. Ah, muss ich den Tierpfleger? Wie kann ich den zuordnen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wie kann ich den.
Muss ich danach mal noch gucken. So, Schildkröte. Nein, tut mir leid. Kein Platz. Ich glaube, es geht auch keiner, gell? Nee. Wie kann ich den Mitarbeiter nachher zuordnen? Irgendwo. Ah, warte mal, vielleicht hier. Hier, Mitarbeiter. Der Tierpfleger. Nee, ich kann nur... ich kann nur das hier sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich den danach zuordnen kann. Wenn dann der am nächsten Tag kommt. Oder kann ich den irgendwie bei den... kann ich den irgendwo hier zuweisen? Ne, hier auch nicht, gell? Ja, wenn du denkst, wenn du nachher noch alles hier verbessern kannst, gell, diese Sachen, dann ist ja Wahnsinn. Achso. Oh, der Hund. Ja, dann hast du natürlich bessere... Die entwickeln sich wahrscheinlich. Dann sehen die ja viel besser aus, diese Aquarien. Das ist wahrscheinlich Stufe 1, oder? Dann hast du nachher so sehr schöne Aquarien. Oder hier zum Beispiel wirst du kleine Spielsachen drinnen haben. Viel mehr Inhalt. Stelle ich mir jetzt mal vor, wenn du hier das verbesserst. Ne, mache ich jetzt noch nicht, aber... das könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt, wie kann ich den Mitarbeiter denn... siehst du, hier kannst du Massage... was ist denn ein Groomer? Ein Tierarzt. Ah, das ist einer, der hier... ist das jemand, der putzt hier? Und eine Masseurin. Aber da müsste ich einen Massagetisch noch haben. Das habe ich noch nicht. Ein Tierarzt, falls ein Tier krank werden sollte. Und den Rest haben wir schon gemacht. Bling. Weise einen Arbeiter zu. Ich habe ja nur den. Oder ist der Tierpfleger... ist der automatisch echt? Ich glaube, das sehen wir nachher gerade. Och, du hast wieder gekötzelt, dir. Nein. Also, da kann man... nicht nur kurz reinschauen, das ist so, ja. Aber mal so einen Einblick zu kriegen, das schon. Aber ja, du hast natürlich recht, ja. Im Endeffekt ist es ein Langzeit... Projekt natürlich hier auch. Ah, jetzt kriege ich das noch schnell hin mit Streicheln. Ich gucke mal noch schnell, dass wir immerhin das machen können. Ah, kriege ich das? Ja... schnell nach ganz oben bringen. Ja, gut. Weiß jetzt noch nicht so genau. So, der Tag ist eh gerade vorbei. Ja. Da kommt er wieder. Ah, beide, look. Beide kommen schon. So, jetzt bin ich mal schnell gespannt. Was der jetzt da gerade macht. Oh, du, Telefon, kannst gerade loslegen. So, was macht er jetzt? Ah, jetzt kommen unsere neuen Gäste. Was macht er jetzt? Jetzt gehe ich einfach mal. Okay, der putzt jetzt mal zuerst. Okay, nee, dann. Dann putze ich das Fellbüschel hier, hä? So. Gut. Aufgefüllt. Oh! Oha! Oh, was ist denn hier passiert? Ei. Oder die Katze. Riecht die Katze jetzt oder was? Irgendetwas ist hier nicht gut. Doch, jetzt ist wieder gut. Jetzt ist das Essen wieder. Oh, oh. Ich mal sauber machen. Das hatte ich jetzt auch noch nie hier, hä? So, aber dann haben wir hier wieder... kommt denn der jetzt wieder, oder? Ich glaube, es ist die Huhnesserin da, gell? So.
Jetzt haben wir halt... Ach so, der führt jetzt den Hund, okay. Wie geht's dir? Dir geht's auch gut, okay. So ein bisschen den Tierpfleger beobachten. So, ich nehme dir den Fisch hier ab. Der Ivan. Ah, Luca kommt schon wieder. Dann nehme ich den zweiten. So. Dann nehme ich nachher hier hinten... wie hieß der? Die Ellie. Die Ellie habe ich aber nicht registriert. Das warst du gestern, ne? Gut, aber die Ellie kann ich jetzt hier machen, ne? Verwende Ellie annehmen. Du hast sie auf die 7 zugeteilt, okay? Dann hole ich dir das Tier und bring sie gerade auf die 7. Und rein. Und erstmal hier aufräumen. Aufräumen? Wahrscheinlich hier putzen, ne? So, ich muss hier einfach alles aufräumen hier. Wahnsinn. Gehege putzen gehört das auch dazu. So. Ja, alle Gehege schnell putzen. Ja, gut. Ja, das läuft. Das läuft. So, also, aber dann, ich mache jetzt hier auch einen Cut. So, speichere ich da mal. So, zurück sind wir und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen über Pets Hotel zeigen. Das Ganze ist in verschiedenen Blöcken unterteilt, in der Hoffnung, dass ihr dann jeweils umswitchen könnt, wo euch eine wichtige Passage oder wo ihr eine wichtige Passage wichtig findet für euch selber, um das nachschauen zu können. Und ich wünsche auf jeden Fall oder ich hoffe, ihr hattet eine gute Unterhaltung und ich hoffe, ich habe auch das Nötigste zusammenschneiden können. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr entweder einen Kommentar da lassen würdet, ein Abo, wenn es euch auch gefallen hat oder sogar einen Daumen hoch, vielleicht auch einen Daumen runter, je nachdem. Aber auf jeden Fall auf ein Feedback wäre ich natürlich immer sehr gespannt und nehme mir das auch sehr zu Herzen, um natürlich das Ganze weiter zu verbessern. Pets Hotel ist natürlich jetzt nicht gerade ein Spiel gewesen, das wahrscheinlich groß promoted worden ist im Allgemeinen. Trotzdem für mich ist das Spiel sehr spannend gewesen in Form von am Anfang kann es stressig sein, aber es ist sehr entspannend dann auch. Und ich denke, wenn es dann mit mehreren Mitarbeitern dann auch weitergeht, dann kann man sich auch eher zurücklehnen und vielleicht auch mehr für den Ausbau dann für das Ganze zu interessieren oder beziehungsweise auch zu begeistern. Und dann die Mitarbeiter machen eigentlich dann die restlichen Aktivitäten. Aber das sind dann Spielereien für die Zukunft. Wie gesagt, das ist noch alles in den Anfangsschuhen. Ich denke, da werden noch viele Sachen auch dazukommen. Mir ist es wichtig gewesen, dass ihr jetzt mal einen Einblick hattet und vielen Dank natürlich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns in einem weiteren Let's Play oder Angezockt wieder. Macht's gut und immer schön gesund bleiben. Bis denne, bye bye.